Fisch und Leinkutten. Können wir. Wir brauchen Brot und Leinkutten zuallererst. Bevor wir Marie beliefern, müssen wir den Großvezier beliefern. Weil der besseren Kram liefert. Fasst euch ein Herz und helft meinem leidenden Volk. Ja, klar. Wird sich machen lassen. Da, unsere Wohnhäuser füllen sich allmählich wieder. War nicht die Hauptpriorität, aber damit können wir leben. Wenn wir diese Holzkreisläufe hier einstampfen und woanders hin verlegen, dann können wir hier noch ein bisschen Getreide anbauen. Das werden wir auch hier machen. Einfach, weil wir noch mehr Brot brauchen. So, dann nutzen wir einfach die vorhandenen Straßen. Drücken das da dran und das da dran. Und wenn wir das so machen, dann sind die kompetent genug, das alleine zu kriegen. Das ist doch erfreulich. Die Patrizier sind natürlich unglücklich. Eine Gerberei brauchen wir irgendwo. Hier können wir das einrichten. Nun ja. Hier nicht so. Mein Geschäft wirft kaum Gewinn ab. Aber wenigstens verschulde ich mich nicht. Alles, was zählt. Und wichtig ist auch, dass wir das Brot zusammenkriegen. Das füllt sich, glaube ich, inzwischen. Also, sie wirft uns natürlich mit Werkzeug. Hier haben wir einfach Werkzeug ohne Ende. Wir können, bis wir dieses Gebiet hier wieder brauchen eigentlich, sich hier kurz mal stilllegen. Und trotzdem noch eine vierte hier einrichten. Weil das ja alles Teil des Plans gewesen ist. Sobald die auf 100% ist, können wir die wieder stilllegen. Weil wir das stilllegen wieder stellen. Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Ach, die Akademie der Weisen. Um noch mehr Schaden zu vermeiden, erfordern gewisse Situationen manchmal schmerzvolle Opfer. Sieh an. Hier füllt sich zwischen wieder alles. Alles klar. Schiff, tanz an. Wir brauchen allmählich den Buff, den es da also hier gibt. Spiel gesichert. Nee, Schiff, komm her. Wir können natürlich noch weitere Schiffe theoretisch bauen, aber das würde uns jetzt nicht so viel bringen. Unsere Vorräte füllen sich auf jeden Fall und das ist, was zählt. Die hier ist natürlich Grund. Wieso bezahlt ihr uns nicht? So, hier können wir erstmal ein paar Nomaden mehr reinzwiebeln. Spätestens, weil wir sowieso noch Adlige halten wollen, brauchen wir sowieso eine größere Zahl an Nomaden, damit wir in der Lage sind, die. Ach, wir können das schon alles. Gut, dann vergesst, was ich gesagt habe, aber wir wollen die trotzdem erstmal ein bisschen haben. Weil sie sich hier so anbieten. Schon, dass wir nicht bankrott gehen. Ah, einer fehlt noch. Er ist da, bezahlt uns. Übrigens, diesen Einkauf hier an Holz können wir erstmal wegrationalisieren. So, also hier braucht wie viel noch gleich? 20, 20? Auf zu ihm. Wir brauchen den Domboon, den Domboost, den er uns geben möchte. Da, orientalische Baumeister. Minus 60, minus 60. Perfekt. Dann sparen wir uns nämlich die ganzen Ressourcen, die wir ansonsten da reinstopfen würden. Wobei eigentlich sparen wir uns dadurch gar nichts. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Geht arbeiten. Lucius wird seinen Leuten auch keine Verschnaufpause gönnen. Jetzt ist Pause, jetzt geht's wieder. Okay, verstehe.
einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, wir haben auch alle Zeit der Welt. Sind die Waren an Bord eures Schiffes für mich bestimmt? Diese Baumeister sind wahre Könner ihres Fachs. Wenn es euch hilft, Kardinal Lucius zu schlagen, will ich sie euch gern überlassen. Nett. Nächster Schritt ist, Marie zu helfen. So, ihr. Nun schickt uns der Großvezier auch noch seine Baumeister. Ich bin begeistert. So werden wir auch die folgende Bauphase in Windeseile abschließen. Werden wir wohl. Aber Windeseile haben wir gar nicht. Wie verzweifelt müsst ihr sein, wenn ihr schon die Baumeister des Orients herankarrt. Ziemlich. Aber das tut nicht zur Sache. Tun wir unsere Ziegenfarm einfach mal hier hin. Wird schon irgendwie passen. Die müssen eigentlich nur produzieren. Die müssen einfach nur genug Milch für die Leute hier produzieren, damit die. Ich bereue nicht, das Nomadenleben aufgegeben zu haben. So, ausgeglichene Bürger. Ausgeglichene Bauern. Werdet ihr einem alten Mann seinen Wunsch erfüllen und diese Stadt zurück zu alter Größe führen? Klar. Aber zuerst müssen wir mal kommt nicht näher. Ich habe erfahren, dass sich Lucius Spione in meiner Stadt aufhalten. Helft mir, sie dingfest zu machen. Ich will nicht, dass er von unseren Geschäften erfährt. Was würde es ihm bringen, das zu wissen? Aber hier. Gott sei Dank. Einfach mal ganz kurz. Die widerlichen Spione sind enttarnt. Nun können wir den Handel durchführen. Ich habe eine besondere Überraschung für euch, von der Kardinal Lucius nichts erfahren darf. Oho, Marie. Nahrung und Kleidung. Sind sie für mein Volk bestimmt? Natürlich. Gott segne euch. Nun kann ich meine Stadt wieder aufbauen und eine Flotte gegen Kardinal Lucius aufstellen. Lasst mich euch zum Dank dieses wundersame Objekt zum Geschenk machen. Verringerte Unterhaltskosten. Oh, das ist gut. Wir duplizieren uns das und dann kostet er uns gar nichts mehr. Dann haben wir unsere Plötzlichkeitsprobleme gelöst. Schiff, abdüsen. Schnell. Wir wollen das Zeug haben. Rein da. So, jetzt machen wir 110. Aber. Nein. Wir müssen das Schiff erstmal verlassen. So. Ihr habt einen Weg gefunden, die Unterhaltskosten für die Dombaustelle zu senken. Das wird unsere Bilanz gewaltig aufbessern. Oh ja. Vor allem, wenn ich die Unterhaltskosten komplett wegrationalisiert habe. Ich glaube, wenn ich minus nochmal 50% mache, dann wird das Teil plötzlich Geld ab. Aber ich glaube, das wäre keine gesunde Idee. Da kommt das Spiel wieder nicht drauf klar. Das bedeutet nämlich, dass wir jetzt unsere Bauern benutzen können, um ein bisschen aufzusteigen. Vor allem, weil wir unsere Hilfsgüter jetzt überall eingesetzt haben. Und da können wir unser Schiff jetzt so lange benutzen, um uns ein bisschen umzusehen. Nein, um uns ein bisschen umzusehen, sagte ich. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom vor unserem fertigstellt, ist alles verloren. So, die Bürger können wir auf glücklich setzen. Das macht der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom vor unserem fertigstellt, ist alles verloren. So, dann sammeln wir unsere Leute mal wieder zusammen. Ein Einland wurde gesichtet. Hier, dieser Kreis, den hätte ich wirklich liebend gerne. Im entsprechenden Bereich. Aber das hier ist in keinem Kirchenbereich drin. Wir müssen eine Kapelle nachher reinziehen. Oder jetzt. Der muss auch noch mit. Kardinal Lucius ist dem Wahnsinn anheimgefallen. Wie sonst sollten wir seine Handlungen deuten? Ich bete zu Allah, dass es uns gelingen möge, das Schlimmste zu verhindern. Das wird kein Problem sein. Sie haben neues Land gesichtet. Noch eine unbewohnte Insel. Wir werden gleich in unser eigenes. Zwielichtige Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Spione von Lucius. Wir müssen sie fangen, bevor sie hier noch großes Unheil anrichten. Ihr habt die Spione. Das ist gut. Wer weiß, was sie im Schilde führten. Definitiv nichts Angenehmes. Eine weitere Insel. Gehen wir mal hier irgendwas gucken. Irgendwo müssen wir vielleicht noch das Kloster müsste irgendwo. Wo war eigentlich der Hafen? War das denn der Hafen?
Die haben die Karte aber nicht gedreht. Das heißt, dass die Inseln irgendwie gedreht? Ah. Sachen gibt's. Du mieser Dreckiger. So richtig schön unerreichbar. Das ist mir aber so egal, Spiel. Du wirst aufsteigen, weil ich will, dass du aufsteigst. Du bist im Bereich. Wehr dich nicht dagegen. So, das nächste, was ich machen könnte, ist, dass ich eine Gerberei aufzusetzen. Wir müssen noch gleich wieder ein paar... Wir müssen gleich eine Steinlieferung von dieser Insel aus hier rüberziehen. Oder vor allem die Lieferung von eigentlich allem, was hier zu kriegen ist. Dann ignorieren wir erstmal unsere Erkundungstour ein bisschen und kümmern uns darum, den Ressourcennachschub wieder abzusichern. Dann kommt erstmal diese Regie. Da müssen nämlich später noch ein paar Patrizier wieder drin stehen haben. Gott meint es gut mit uns. Eine Produktion kommt zum Ende. Eigentlich müsste ich hier wieder rund um den Kaisertum die ganzen Adligen ansiedeln. Ist zwar mehr Aufstieg für nötig, aber das passt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. 110 von 122. Die können dann noch. Oh, wir dürfen nicht zu sehr beschleunigen. Eines meiner Schiffe wird vermisst. Und nun hatte ich eine Vision. Warte. So. Eines meiner Schiffe wird vermisst. Und nun hatte ich eine Vision, wie es in den Fluten des Meeres versank. Bitte helft mir, zumindest die Fracht zu retten. Sie ist sehr wertvoll. Klar. Sobald allerdings wir erstmal unseren ganzen Vorratskram zum Dom rüberkutschiert haben. Wir können unsere Werkzeugmacher rein und wieder an die Arbeit schicken hier. Alle vier. Wahrscheinlich so schnell hier durch mit dem ganzen Kram, dass das dann nicht zu gucken wird. Drei können wir. Das sind dann diese drei hier. So, ihr seid glücklich. Eigentlich müsste es gar nicht sein, ihr könnt uns bezahlen. Ihr müsst erstmal wieder alle einwandern. Und wir haben jetzt schon so viele Leute gemacht, dass wir wahrscheinlich jetzt gleich alle verhungern werden hier. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm, ich weiß. Aber wir müssen das Bauwerk zuerst vollenden. Alles andere ist nachrangig. Ja, das liegt daran, dass wir gerade Steinmangel haben. Das ist eine kleine Problematik. Offenbar haben wir keinen Holzmangel. Hier haben wir noch einen riesigen Haufen Steine. Andererseits möchten wir hier zunächst einmal unsere Gerber einrichten. Ja, gut. Dann richten wir das hier oben einfach irgendwie so ein. Erscheint so als plausibel. Wir nehmen einfach die beiden Salzquellen und dann kommen wir schon ran das, was wir brauchen. Das ist Eisen. Kein Salz. Wir haben nur dieses eine Salzvorkommen. Gut, dann nehmen wir dieses eine Salzvorkommen. Pflanzen eine Saline daneben. Dann der Köhler. Dann haben wir das schon mal. Als nächsten logischen Schritt setzen wir dann hier ein paar Schweinefarmen hin. Weil wir das Teil schon mal stehen haben, da können wir es nutzen. Nehmt euch ein Herz und lasst. Wir dürfen bleiben? Das ist ein Wort. Wir werden nicht bezahlt dafür, sie abzuwenden, also haben wir keinen Grund dafür, sie abzuwenden. So. Wie viel braucht ihr noch gleich? 4 Schweineställe. Der Dom soll außerdem prächtige Fenster aus Glas erhalten.
Wir sollten schon jetzt einen Vorrat anlegen. Schließlich ist dieses Baumaterial besonders zerbrechlich. Nicht unwahr. Maries Vorräte waren hier irgendwo, wo wir vorhin einfach nicht weiter erkunden wollten. Zwielichtige Gestalten wurden in der Stadt gesichtet. Spione von Lucius. Wir müssen sie fangen, bevor sie hier noch großes Unheil anrichten. Klar doch. Wo hocken die denn schon wieder rum, die ganzen komischen Mantelleute? Die hocken noch ganz wieder in der Nähe vom Dom rum. Da ist der Erste. Da war gerade der Nächste. Und da ist der Dritte. Ihr habt die Spione. Das ist gut. Wer weiß, was sie im Schilde führten. Der hat so unglaublich viele davon vor allen Dingen. Gut, gut. Das wird hier allmählich alles. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wir haben noch ungefähr Wenn 20 Lucius Minuten seinen Dom Spiel vor her. Unserem fertigstellt, ist alles verloren. Konntet ihr schon irgendetwas über den Verbleib meines Schiffes herausfinden? Wir arbeiten dran. Genau. Ihre Wasservorräte werden knapp. Hier müssen wir wirklich doch. Dieses Handelsschiff mit der nächsten Ladung ein paar Werkzeuge da hochbringen. Außerdem können wir es vielleicht auch kürzen, wenn wir den Hafenmeister Reinach hier oben hinsetzen. Da muss er nicht die ganze Insel mal umkreisen, dann geht der Nachschub deutlich besser. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom vor unserem fertigstellt, ist alles verloren. Hagenberg. Wie ist unser Dom noch gleich? Muss ich nochmal schauen. Weil wir den gleichen der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn gut, Lucius seinen Dom vor ist unserem... Ist gut, da ist noch ein bisschen Platz. Ein Schreiben. Von seiner Majestät, dem Kaiser. Gott sei Dank. Er ist bereits mit seiner Flotte hierher unterwegs. Das ist auch nett. Der Nachschub an Baumaterial darf nicht versiegen. Wenn Lucius seinen Dom vor unserem fertigstellt, ist alles verloren. Krieg dich ein. Lucius wird das schon nicht machen. Dafür machen wir viel zu gute Fortschritte. Ah, das ist das Handelsschiff. Gewürze sind ein Problem, da müssen wir Nachschub beschaffen. Was wir gerade hier haben, reicht nicht. Mehr als Gewürze brauchen wir auch gar nicht, um an Adligeren zu kommen, oder? Nee. Also zumindest nicht was Farmmaterial angeht. Schaffen wir uns mal zwei Minen. Zwei Gewürzminen, ganz genau. Weil Gewürze zwischen den Bergwerken angebaut werden. Angebaut. Wie wir alle wissen. Ist ja allgemein Wissen. So. Das vereinfacht das wieder ein bisschen. Schiff. Natürlich wieder diese Riffe. Drück die Ladung raus. Das war alles. Wirklich nur diese eine Kiste? In Ordnung. Bürger können es ein bisschen mehr Steuern bezahlen. Die Gewürzversorgung gibt halt gerade den Abgang. Oh, warte. Und übrigens, Dom. Ich flehe euch an. Schickt die Baumeister wieder an die Arbeit. Lucius wird seinen Leuten auch keine Verschnaufpause gönnen. Du, nimmst du kurz ein paar Werkzeuge mit? Brauchen wir sonst noch was hier oben? Nein, hauptsächlich Werkzeuge. Und dann gehen wir da weiter. Einfach damit wir uns nicht noch ein neues Schiff bauen müssen, um das Ganze zu nutzen.
um das Ganze besser liefern zu können. Wir werden auch unser eigenes unser Falkenstein werden wir wahrscheinlich wieder einnehmen, um zu schauen, ob wir dafür noch einen Auftrag für kriegen. Um noch mehr Schaden zu vermeiden. Ich bin die rechte Hand Gottes auf Erden. Niemand. Mein Hüter, der sich ausgebaut. Wenn ich meinen Plan endlich in die Tat umsetze. Ja, er ist leicht ballerballer geworden. Aber nur ein bisschen. Gut. Ich flehe das euch an. Ja, wir schickt die Baumeister wieder rein, an die Arbeit. Damit wir hier oben bessere Verbindungen ansetzen können. Da können wir schon mal einreißen zur Verbindung. Die Hafenmeisterei braucht wie viel Stein noch gleich? 14. Die Sätze werden hier so hin. Und dann können wir halt die Handelsroute hier um ein Vielfaches verkürzen.